Hallihallo, ihr Lieben, ich habe wieder einen Haul. Und zwar ist es diesmal ein gemischter Haul, also von hier ein bisschen und von da ein bisschen. Als allererstes muss es euch einfach zeigen. Ich habe in einen anderen Verkauf diese, ist auch eine Marke, ja, das ist doch von diesen kleinen Figürchen hier, die ich ja auch so teilweise hier habe. Da habe ich jetzt hier einen Fuchs, ich glaube, das sind die, oder? Diese kleinen Figürchen hier, da habe ich ja einen Panda-Bären und den Fuchs. Oder waren, ach nee, das waren andere. Das sind wieder andere, die ich meinte. Waren die. Oh, ich habe jetzt keinen hier sitzen. Na, ihr kennt die, glaube ich. Die Liebeswarnchen und ich zusammen gekauft haben. Die waren in so einer Box drin, genau. Das ist, da war nämlich auch dieses Zeichen hier dran. Ja, also, die habe ich aus einem anderen Verkauf. Und die hat 1,90 € gekostet. Die sieht aus wie neu. Da ist nichts dran. Also ihr seht ja, dass dieses Fell hier, ja, es ist eigentlich wie neu. Also da ist wirklich nichts dran. Und ich fand die so niedlich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie mich natürlich an unsere verstorbene Sally ein bisschen erinnert. Auch wenn Sally jetzt mehr so gescheckt war. Das war ja so eine Schildpad. Die ist jetzt komplett schwarz, aber. Ja, eigentlich auch nicht. Also wenn man so genau hinguckt, schimmert die hier so ein bisschen auch bräunlich. Also das ist wirklich ein tolles Plüschtier. Oh, die ist so niedlich. Die werde ich mir aufs Sofa setzen. Also sie wird nicht im Bastelzimmer bleiben. Ich hoffe nur, die Katzen kriegen keine Angst, weil wir haben zum Beispiel ein Kissen. Da ist so eine bedruckte Katze drauf. Das gab es schon bei Zimmern. Oh, da sind die voll ausgeflippt. Also das fanden die überhaupt nicht lustig. Das haben wir eine Weile dann versteckt und immer mal so rausgeholt, bis sie sich dran gewöhnt haben. Jetzt steht es da, jetzt ist es egal. Jetzt hat er gemerkt, das ist keine echte Katze. Da ist nämlich so eine Babykatze drauf gedruckt. Mein Sohn hat sich das ausgesucht. Und ja, das fand der Jackie gar nicht schön. Also da ist er richtig aggro geworden und hat gefaucht. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wie sie auf die hier reagieren. Ich meine, es ist nur ein Plüschtier, aber es kann ja sein. Oh, die hat so süße Augen, das sieht man jetzt gar nicht. Und auch die Nase ist echt süß gearbeitet. Hier sind die kleinen Schnurrhaare dran. Oh, ich konnte die nicht liegen lassen für 1,90 €. Schade, den Preis haben die abgemacht, da an der Kasse. Sonst hätte ich es euch gezeigt. Ich habe auch keinen Beleg mehr. Ist ja auch egal, der hat wirklich 1,90 € gekostet. Und ich gucke öfter dort mal in diese. Ich habe ja auch die Hexe und den Frankenstein für 50 Cent von den Einhorn, auch von dort. Ja. Die ist so süß. Ja, hier oben weiß ich nicht, ob hier mal so ein bisschen abgeschnitten wurde oder ob das so ist. Ich denke mal, das soll so sein. Aber man sieht das wirklich schlecht, weil die so schwarz ist, kann man die kaum erkennen. Aber die sieht wirklich total niedlich aus. Oh, so eine kleine, süße, miese Katze. Und die ist so weich. Ich bin die ganze Zeit hier am Streicheln. Ja, erinnert mich halt voll an unsere Sally, ne? Ja, das war das Erste. Jetzt habe ich mich hier 3 Minuten mit dieser süßen Katze aufgehalten. Aber ja, Katzen, ne? Ich als Katzenfreak hätte ich wirklich niemals gedacht, dass ich so ein Katzenfreak werde. So, dann habe ich bei Zehmann oder Zehmann, wie auch immer. Mir ist es wurscht, wie es heißt. Für 50 Cent diesen Bilderrahmen gekauft. Den werde ich natürlich umgestalten. Fand ich cool. Ich hätte auch mehrere mitgenommen. Aber es gab nur den einen. Da gibt es ja auch so eine Art Wühlecke, Wühlabteilung. Ja, hier steht erst 2,49 € und dann 1,90 €. Und wie gesagt, ich habe 50 Cent bezahlt. Sieht halt aus wie so ein Haus. Vielleicht kann man das auch so wie so ein Haus. Ja, ich stelle mir jetzt so vor, wie so ein Hundertwasserhaus. Und dann hier vielleicht in die Mitte, ja, entweder ein Foto, für was es gedacht ist, oder irgendwas Dekoratives. Also irgendwas Kawaii oder vielleicht auch Halloween würde auch gehen, ne? So ein Gruselhaus und dann hier so Halloween-Motive rein. Oh, da hätte ich wirklich gerne mehr gehabt, aber man kann ja nicht alles 10.000 Mal haben. Und einmal freue ich mich auch drüber, vor allen Dingen über den Preis. So, dann musst du nochmal mit, auch bei Zehmann, diese coolen Hasentüten. Die sind ja wirklich sehr, sehr günstig für 49 Cent. 10 Stück. Ich finde, das ist in Ordnung. Da gibt es ja diese blaue, grüne Variante. Also hier sind blaue, hier sind grüne. Und dann diese rosane und hier rote Variante. Die habe ich auch schon. Aber ja, wo sonst kriegt man so eine niedlichen Tüten? Ne? Man kann die ja hier oben dann so zusammenbinden. Und das sieht einfach nur so süß aus. Ich glaube, die liebe Swantje hat die auch in weiß. Jedenfalls habe ich da mal welche von ihr bekommen. Ja, die mussten noch mal mit. Habe ich mir gedacht, komm, nimm mit, er soll sie nicht mehr haben, nimm sie mit.
Nimm sie mit. So, dann hatte ich bei Kick auch Glück und habe diesen coolen Haarreifen. Ja, den musste ich natürlich mitnehmen, weil hier eine Krake dran ist. Ich habe ja auch irgendwann mal vor, als Meerjungfrau zu gehen. Oder ja, eigentlich war Ursula mal geplant, aber das Kostüm ist ziemlich aufwendig durch diese Fangarme da. Wir haben zwar schon eine Möglichkeit gefunden, mit einer Strumpfhose und Ballons das so ein bisschen darzustellen, aber der Aufwand. Und dann ist das ein Kostüm, wo man sich nirgendwo hinsetzen kann, kann man sich ja vorstellen. Dann geht vielleicht so ein Ballon kaputt und mal sehen, irgendwann kommt mir die Idee und dann gehe ich. Weil Ursula wäre, ja, das würde schon sehr gut passen. Auch von der Fülle her würde ich das, glaube ich, eine ganz gute Ursula abgeben. Ja, könnte ich mir vorstellen, weiß es nicht. Und falls ich doch mal so eine etwas schlichtere Variante wähle, Meerjungfrau-Verkleidung oder Gruselmeerjungfrau, ihr wisst ja, ich verkleide mich zu Karneval und zu Halloween. Also zweimal im Jahr bin ich da verrückt unterwegs. Meistens zum Karneval zweimal und zu Halloween manchmal sogar drei Abende. Also mit den Kindern einmal, ist klar, dann ziehen wir rum, da verkleide ich mich auch. Da setze ich mir nicht einfach nur so einen langweiligen Hut auf und stecke mir irgendeine Hexennase an. Nein, das muss richtig stundenlang vorher, ne? Also ich liebe das einfach. Und dann natürlich, wenn ich mit meiner Freundin weggehe, da ist auch nochmal, also man kann sagen, ich bin fünfmal im Jahr endlich mal normal unterwegs. Nein, Spaß. Und für 50 Cent habe ich mir gedacht, ich habe auch noch eine Clownsnase. Die habe ich jetzt aber nicht hier. Die habe ich, glaube ich, schon in der Kiste. Ich habe ja so eine richtige Verkleidungskiste, die jetzt schon wieder im Keller gelandet ist. Das müsste da eigentlich auch noch rein. Und die hat 10 Cent gekostet, diese Clownsnase. Ich habe ja gesagt, ich werde gucken, wenn Karneval vorbei ist, ob was runtergesetzt ist. Aber leider hatte ich jetzt nicht so. Naja, doch. Ich habe ein Einhornschwanz, also so Einhorn mit Schwanz und auch so ein Haarreif bekommen. Und endlich jetzt für mein Leo-Kostüm auch ein Schwanz für 1 Euro. Da weiß ich jetzt nicht, habe ich euch das gezeigt oder nicht. Ja. Auf jeden Fall kann man das hier ja auch noch mal ein bisschen aufhübschen, ne? Kann man ja auch noch ein bisschen so Muscheln dran kleben oder noch einen Mund oder das erweitern hier oben, dass das ein bisschen höher kommt. Oder ja, für 50 Cent fand ich das sehr okay. Durfte mit. Ja, dann auch, das war jetzt, war das Teddy oder Kick? Kick. Dann Teddy oder Kick? Teddy. Für 10 Cent. Diese, da gab es ganz viele verschiedene Ausstecher, aber das waren meistens alles so Weihnachts. Also was man jetzt nicht umwandelt, das ist eigentlich eine Wurst, glaube ich jedenfalls. Aber eventuell könnte ich auch einen Kettenanhänger draus machen. Ich habe mir, wo ich das gesehen habe, gedacht, okay, es gibt ja auch so diese Variante, wo man so das Fimo wie Leder. Es gibt ja jetzt auch, glaube ich, Lederfimo oder was so wie Leder aussehen soll. Das habe ich aber selber noch nicht probiert. Aber man kann ja auch das Fimo so ein bisschen Lederoptik, also man kann dem Fimo ja ein bisschen Lederoptik verpassen. Und wenn ich dann hier zwei Löcher reinmache und dann so eine Kette, zum Beispiel die Ketten von Verena, wenn ich die jetzt hier drum, dann habe ich so eine Art, wie nennt man das? Collier? Ich glaube, man nennt das Collier. Und dann halt hier vorne gestaltet, dann sieht doch kein Mensch mehr, dass das so eine Wurst war. Oder? Ja. Ich habe es erstmal mitgenommen, wie gesagt, 10 Cent. Wenn nicht, dann werde ich es wirklich als Vanillegipfel oder Wurst nehmen. So, was haben wir noch Schönes? Im Teddy habe ich noch diese Klammern gefunden. Die sind jetzt natürlich ja, schon ziemlich weihnachtlich, da rot und grün. Was ich an denen hier geil fand, das ist quasi eine Klammer auf einer Klammer. Also hier ist die große Klammer in rot und dann ist hier noch eine kleinere Klammer in grün dran. Ey, das fand ich ja mal mega cool. Habe ich noch nie gesehen. Kann man natürlich auch selber machen, ne? Aber erstmal muss man auf die Idee kommen. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Ja, auf die einfachsten Sachen kommt man nicht. Aber irgendwie cool. Warum, weiß ich nicht, aber irgendwie cool. So. Wie gesagt, das ist gemischt. Jetzt kommt noch mal Zehmann und da sind hier solche Girlandenanhänger. Ich habe mir das gar nicht genau angeguckt. Ah, da Inhalt 5 Papphäuschen mit Band und einer Anleitung. Ja, und dann kann man die hier gestalten. Also das sind 5 solche, das ist jetzt zu, man kann es ja ganz gut erkennen, 5 so eine Schachteln. Man muss das jetzt nicht an die Girlande dranhängen. Ich habe das eher so für Tauschpost gedacht, dass man eben mal hier so ein kleines Schmuckstück reinpackt oder ich weiß ja nicht, wie groß die sind. Stand das irgendwo hier? Nee. Ja, 50 Cent durfte mit.
bastle ja gerne so eine Sachen, die vorgegeben sind, was Schachteln so sind, ne? Weil da habe ich keinen Nerv, das selber auszuschneiden und Co. Das, nee. So, dann habe ich auch nochmal in Zimmern mein Lieblingsklebeband mitgenommen. Das kennt ihr schon. Das habe ich in Blau und in Schwarz. Und ich liebe diese, das obere. Ja, ihr seht, 25 Cent hat das gekostet noch. Und ja, ich liebe die für Halloween-Sachen. Und ja, so viel ist jetzt auch nicht drauf, sage ich jetzt mal. Von daher muss ich das zweimal mit. Hier unten ist noch sowas wie Happy Day oder Happy Birthday oder sowas. Das benutze ich jetzt nicht ganz so oft, aber es ist doch Happy Day. Das ist jetzt so ein bisschen neutral. Also muss jetzt nicht unbedingt zum Geburtstag. Das kann man auch so mal auf so einen Briefumschlag drauf. Also das musste noch mal mit. Ich habe zwar noch oder 1, 2, 3. Ich habe zwar schon genügend von diesen Washi-Tapes, aber ja, schwarz, ne? So, das war das, wo ich eigentlich unterwegs war. Ich habe bei der lieben Swanji nämlich gesehen, dass die solche Flittertüten hier hatte. Es gab auch noch rosa, aber ich habe mich jetzt für die beiden hier entschieden. Ich bin auch am Überlegen, reicht das oder sollte man sich noch ja, von den hellen hier was holen? Aber ich würde sagen, es reicht eigentlich. Also so viel arbeite ich mit diesem Glitter auch nicht. Aber es ist natürlich richtig cool, ne? Dieses, wie heißt denn das eigentlich? Glitterflakes? Snowflakes? Wie nennt man denn die? Hier steht jetzt Konfetti dran, aber ich glaube, das hatten. Also ich kenne das ja noch aus dem Nailart-Bereich. Da gab es das nur in so kleinen Döschen für, ja, auf der Messe sauteuer, ne? Für mindestens 2 € oder sowas, so kleine Nailart-Döschen. Und jetzt hat man für 1 € hier einen riesen Beutel, also 30 Gramm. Das hier finde ich besonders schön. Das schimmert ja so, so Regenbogen ein bisschen. Lila und ein bisschen gelb. Grün auch ein bisschen. Das finde ich richtig toll. Das hat mir aber auch sehr gut gefallen, dieses Lila, ne? Was auch so ein bisschen grünlich und bläulich schimmert. Und dann gab es noch eine rosane Variante, die habe ich aber nicht mitgenommen. Weil ich nämlich schon diese kleinen Lederherzen hier hatte. Also diese Lederoptikherzen, die fand ich toll. Das ist ja so Mermaid-Kram. Da habe ich ja auch irgendwo noch Papier davon. Da werde ich mal gucken, dass ich da was Schönes draus mache. Ja, ich habe mich wirklich am Riemen gerissen und jedes Teil. Es gab auch noch andere mit Gold. Die habe ich hängen lassen. Also, ich habe mich für die drei hier entschieden. Es muss auch mal irgendwann, man muss auch mal vernünftig. Ich spreche es lieber nicht aus. Ja, ich spreche es doch mal aus. Also, man muss auch mal vernünftig sein und eben nur drei mitnehmen, anstatt 3 und 11, ne? Ja, aber ich fand die halt so schön, vor allen Dingen die Sterne und auch die Herzen. Aber das sieht auch schon wieder geil aus, ne? Das schimmert ja so Mermaid, ne? Ach, die sind einfach nur geil. Warum können hier nicht mehr drin sein? Ja, genau. Das durfte mit. Das war der Hauptgrund, warum ich unterwegs war, den Tag. So, nochmal im Thema. Leider nur einmal. Leider, leider diese coole Metalldose mit diesem niedlichen Kawaii-Wölkchen-Gesicht für 50 Cent. Und drin ist auch noch ein bisschen Schmuckgedöns, was ich gekauft habe. Ich habe mir hier diese Ohrringe gekauft, die ich natürlich wieder etwas gestalten werde. Ich fand eben diesen langen Hänger ja so schön. Das ist auch mal so ein bisschen was anderes. Und die gehen ganz leicht auf. Man hat hier hinten quasi den Verschluss. So, dann macht man die rein, dann macht man die zu und Moment. Ja. Und dann ist der Ohrring fest und den fand ich so cool. Dann diese gelbe Variante fand ich auch sehr schön. Da ist zwar oben jetzt so eine Platte dran, da werde ich mir einen normalen Haken dran machen. Also einen normalen Ohrhaken, weil ich. Ja, ich kriege das immer. Das stört mich immer irgendwie, das drückt immer irgendwie. Ich habe lieber die Haken. Aber ich fand dieses Gelbe hier so hübsch. So, und dann habe ich nochmal Washi-Tape im 1-Euro-Shop und das hat gekostet. Was stand da dran? 4 Teile für 25 Cent oder sowas. Da muss auch noch eins von den roten dabei sein. Weil ich habe mir gedacht, was, 4 Teile? Ich hätte jetzt nur die beiden genommen. Ne? So, die beiden. Ja, da hätten die aber 1 € gekostet. Und wenn man aber 4 nimmt, waren das irgendwie 50 Cent oder 25. Ich krieg das nicht mehr genau zusammen. Also habe ich natürlich dann die doppelt genommen, ne? Weil ist ja günstiger. Das war irgend so eine Aktion. Und da habe ich zweimal dieses coole Blaue, das erinnert mich halt
so an Meeresprojekte, die man damit schön machen kann. Also ich finde das echt schön mit den Punkten. Und zweimal das Rote, ja, da denke ich schon wieder an Mickey Maus, Minnie Maus Sachen. Ja, und bin ich eigentlich ziemlich froh. Das ist echt schön. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Wieder Washi-Tape, ne? Aber ist egal. Ich liebe so Krimskrams-Zeugs. Und übrigens hat die vorher 1,29 € gekostet, was auch super günstig ist für so eine süße Box. Und auch ich hätte die gerne nochmal. Ja, ich werde nochmal reinschauen. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück, aber ich denke mal, das war die letzte. So, und zu guter Letzt habe ich noch was entdeckt, was jetzt auch nicht reduziert war, aber das musste mit. Und zwar für 1,99 diese großen Wandsticker. Und ich bin ja im Moment gerade am Aufräumen und habe jetzt wieder hier so ein bisschen Platz und ich weiß auch, wo ich die gleich hinhängen werde. Nämlich habe ich hier, das werde ich euch dann vielleicht mal beim nächsten Mal zeigen. Ja, hier ist so eine niedliche Robbe. Ja, dann so Muscheln und Blubberbläschen und ja, hier dieser Narwal, dieser ganz große und er ist so süß. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das noch cool aussieht, wenn der noch Wackelaugen bekäme. Dann wird der zwar ein bisschen psycho aussehen, aber na, oh, das stört mich ja nicht, ne? Das passt ja denn ganz gut. So, dann die hier. Da habe ich ja gedacht, ich sterbe. Und da habe ich gedacht, nimm die doppelt mit, nimm die doppelt mit, nimm die einfach doppelt mit. Und nein, ich habe sie nicht doppelt mitgenommen, weil es gab auch noch diese Variante. Und ich wollte nicht. Es waren ja schon wieder 6 € und ich habe mir gedacht, oh, 6 € für so einen Schnulli, aber. Wie süß ist das bitte? Übrigens bei Woolworth habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Ich bin wirklich am Überlegen, weil man muss es alles doppelt und dreifach haben und das ist natürlich auch für Geschenke schön, ne? Also, ja, so ein Loaded Envelope mit so einem schönen Panda-Bären da drauf. Aber ich möchte den ja an meine Wand kleben. Ja, da sind ja jetzt nur 3 Stück drauf. Ja, immer diese Probleme, ne? So, dann hier dieses Wölkchen. Mit dieser süßen Schleife, da ist auch so ein Strassstein oben drauf. Und der Mond dazu, das ist, denke ich mal, eigentlich fürs Kinderzimmer gedacht, oder? Ja, hier sieht man so ein Kinderzimmer. Aber ich sage jetzt mal, mein Zimmer ist ja ein Kinderzimmer. Ah, hier kann man es besser sehen. Diese Beispiele, ich will jetzt mal hier hinten drauf gucken. Wo sieht das hier? Ins Bad vielleicht? Ne, auch ins Kinderzimmer. Auch das sieht so hübsch aus. Das werde ich mir natürlich auch noch ausschneiden, ne? Also die Verpackung, ja, das schneide ich mir auch noch aus. Da bin ich knallhart. Und hier habe ich vielleicht auch Glück. Ja, für Candy Cards. Das mache ich ganz oft. Aus Verpackungen das nochmal benutzen. Warum auch nicht? Genau, kann man ja nochmal so für Candy Cards oder für so ein, wie heißt das, Paper Pop? Ach, für alles Mögliche halt. Auch für ein Geschenk zum Verzieren. So ein kleines Panda-Bärchen. Ein Pocket Letter würde auch gehen. Die sind ja, ihr seht es ja, ziemlich klein. Ja. Einfach nur geil. Oh, es gibt so viele süßes Zeug jetzt. Man braucht da wirklich nur mal durch die Stadt rennen. Oh, da kann man sich tot kaufen. Was ich ja auch regelmäßig mache. Wie ihr ja wisst. Ja, aber Zehmann hat schon wirklich schöne Sachen. Also ich habe ja zum Beispiel auch hier dieses. Nee, es ist gar kein Eis. Diese. Das ist auch Zehmann gewesen. Ja. Oder? Nee, es war Kick. Aber Zehmann hatte sowas in der Art auch. Hier ist der Deckel dazu, aber ich habe ja die Stifte hier drin. Ich kann die aber mal kurz rausnehmen. Ich quatsch euch schon wieder zu, aber es sind wirklich schöne Sachen bei Zehmann. Aber ich glaube, das ist Kick, ne? Ja, das habe ich für 1 € beim Kick gekauft. Aber Zehmann hatte die auch in der Art, auch verschiedene Farben. Ja, da kann man halt jetzt auch Schmuck oder ja, alles Mögliche, Zettel oder irgendwas reinpacken. Ich habe jetzt hier meine Copics, weil die habe ich ja einzeln. Also ich habe noch ein paar andere von denen hier. Also ich kann euch ja mal zeigen, ich habe ja hier drüben, Moment, ja, hier sieht es ein bisschen aus, weil ich rumsortiere. Hier drüben meine ganzen Stifte, also was heißt nicht die ganzen, links und rechts sind auch noch welche. Und da sind so vereinzelt auch noch ein paar Copics dabei. Ich sehe jetzt gerade keinen, aber ich glaube, hier ist einer, den ich noch aussortieren muss. Das habe ich jetzt erstmal alles da reingeschmissen. Ich habe ja hier noch Stifte. Hier ist diese freie Fläche, wo ich jetzt diese Sticker aufkleben möchte. Ja, hier sind die neueren Stifte, die ich noch nicht benutzt habe. Hier sind diese Paint-Stifte da, die vom Action, diese Acrylstifte. Und hier oben habe ich ja auch noch, ich glaube, das sind die Brush, diese mit dieser Pinselspitze. Aber das ist auch schon wieder durcheinander und ja. Ich bin ja jetzt gerade dabei, hier oben diese Kisten da aufzubauen. Also diese Kistchen vom Action. Und jetzt habe ich nämlich hier mein Regal wieder frei. Das war ja vorher zugebaut mit diesem Teil hier. Das habe ich jetzt alles verrückt.
Und da bin ich jetzt gerade dabei, wie ihr seht, das aufzuräumen. Deswegen sieht es hier wieder mal aus. Gestern sah es noch schlimmer aus. Jetzt mache ich gleich weiter. Aber ich wollte die Sachen eben noch, weil das möchte ich jetzt aufkleben hier. Und wollte die Sachen eben euch nochmal zeigen. Ja, das gibt es gerade aktuell bei Woolworth, Teddy, Zehmann und so weiter. Ich weiß ja nicht, ob ihr einen Zehmann habt. Viele schreiben mir, ich habe keinen Zehmann. Wir haben auch nur noch einen. Wir hatten zwei und in den einen hat man dann halt immer Sticker und Bastelzeug bekommen. Und der, der jetzt noch übrig ist, der hat halt viel Dekorationszeug und kaum Bastelzeug. Sticker, pff, gar nicht mehr. Da bin ich ziemlich traurig, weil Zehmann war immer meine Adresse. Oh, Sticker, dann ab zu Zehmann, ne? Ja. Leider, leider, das war eins meiner Lieblingsgeschäfte. Gibt es nur noch einen bei uns, der ist auch weiter weg. Da fahre ich eine Weile. Also, was heißt eine Weile? Aber bin ich erstmal gut 2 Stunden unterwegs hin und zurück, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe da heute hin. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ja, so ist das halt, ne? So, ich hoffe, dass dieser Haul, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, vielleicht habt ihr ja einen Zehmann, könnt ihr mir ja mal schreiben. Also, viele schreiben mir, ich habe keinen Zehmann und schade. Und wie gesagt, die haben so günstige Angebote manchmal. Habt ihr ja gesehen, schon öfter. Habt ihr ja schon sehr viel gekauft. Auch so Kawaii-Kram, wie gesagt. Das ist doch voll Kawaii-mäßig. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich es nochmal bekomme. Wäre schön. Für eine Ü-Post oder Tauschpost oder ja, da kenne ich so ein paar Leute, die da bestimmt auch drauf abfahren. So, jetzt rede ich schon wieder zu viel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.